Wem sollte man eigentlich mehr vertrauen bei einer Prognose an den Kapitalmärkten? Einem Profi, einem Analysten oder vielleicht 100 oder 1000 oder 10.000 Privatanlegern? Das ist die spannende Frage, die sich auch Sharewise ständig stellt. Bei mir ist der Geschäftsführer Michael Mellinghoff und da geht es eben halt auch um die sogenannte Weisheit der vielen. Was ist die Theorie dahinter? Also vereinfacht gesagt hat die Masse häufiger recht als die Experten, die Bestandteil der Masse sind. Am einfachsten wahrscheinlich an Beispielen nachzuvollziehen. Sie kennen sicherlich den Publikumsjoker von Wer wird Millionär? Von RTL, glaube ich, ist es. Die liegen in, ich glaube, 90% der Fälle richtig. Gibt es weitere Beispiele aus der Praxis? Wurde mal in den USA ein U-Boot gefunden unter Einsatz eines solchen Konzeptes. In kürzerer Vergangenheit gab es sogar eine DNA-Entschlüsselung, wo die Weisheit der vielen eingesetzt wurde mit einer Art Spiel. Das hat sich ja jetzt nun noch nicht viel mit der Börse zu tun und daher die Frage auch an Sie, wie kann sich der Privatanleger dieses Konzept, diese Theorie der Weisheit der Vielen zunutze machen? Ja, das Theorie der Weisheit der Vielen ist auch hochgekommen durch die technischen Möglichkeiten des Internets in den letzten Jahren und da stellt sich natürlich die Frage, wie man sich ein solches Konzept zunutze machen kann. Es hat in den letzten 2-3 Jahren einige neue Geschäftsmodelle gegeben, die in den Bereich Börse gehen. Unser Unternehmen Sharewise ist ein Beispiel davon. Wir werten Aktientipps aus und stellen ein Portal den Usern, den Anlegern zur Verfügung, wo sie sich selber austauschen können. Müssen Sie sich vorstellen, wie eine Art Facebook für Aktien. Warum glauben Sie, das ist ja kein Einzelfall sozusagen, dass Sie da sehr erfolgreich unterwegs sind, glauben Sie, dass der Zulauf bei diesen Finanzportalen so groß ist? Ich denke, wir sind in einer Marktphase, wo die Banken immer noch mit Reputation zu kämpfen haben. Die Anleger und Banken haben realisiert, was in den letzten Jahren passiert ist und sind auf der Suche nach unabhängigen Informationen. Die finden sie am leichtesten im Internet. Auf Marktplätzen gibt es unterschiedliche Finanzportale, Sharewise selbstverständlich und noch einige mehr. Die Bankberatung klammert Aktien seit einigen Jahren völlig aus. Das hat damit zu tun, dass die regulatorischen Anforderungen relativ stark gestiegen sind in den letzten Jahren. Und das führt dazu, dass unabhängige Modelle stärker gefragt sind. Und eine Schlussfrage vielleicht noch. Sie sprechen ja schon die Schnelligkeiten und die Möglichkeiten des Internets an. Glauben Sie, dass Social Media und artverwandte Projekte den Finanzmarkt weiterhin dauerhaft beeinflussen können? Gehe ich schwer von aus, wie der the power of the Internet sozusagen. Alle Geschäftsmodelle, die auf Intransparenz basieren, werden es in Zukunft schwerer haben, sich gegen die Internetgeschäftsmodelle durchzusetzen. Sagt Michael Mellinghoff von Sharewise. Er ist dort Geschäftsführer und quasi verantwortlich für die Weisheit der vielen, möchte man fast sagen. Herzlichen Dank für dieses Interview. Vielen Dank.